Herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Und wir waren letztes Mal wie immer in einer misslichen Lage stehen geblieben. Der steht ja so ein bisschen auf dem Präsentierteller. Das muss auch nicht unbedingt sein, kann das bis nach hinten rennen. Der wird jetzt wahrscheinlich den Baum wegschießen. Nein, der trifft. Oh Gott. Ist nicht gut, wenn die so oft treffen. Der trifft wahrscheinlich auch. Nee, der trifft nicht. Der schießt dann nur den Stein weg. Ah, er ist tot. Oh Gott. Nach dahin laufen. Könnte ich den vielleicht lahmlegen? Nein, der hat Feld. Der hat einen Feldposten gehabt. Der kann doch nicht so treffen. Also ehrlich. ...80% Trefferchance, bitteschön. Setze Ziel fest. Ziel ausgeschaltet. So, dann kann der noch mal schießen. Und den auch gut erledigen. Ich bin leer. Der kann ein Stück nach vorne rücken. Müsste dann da einen sehen eigentlich, nämlich den da drin. Ich muss nachladen. Nachgeladen. Das sind immer so die schlimmsten Momente, da wo man nachladen muss. Den haben wir nicht getroffen, das war aber auch nicht so sehr wahrscheinlich. Sie ziehen sich zurück! Vorrücken! Sie treten den Rückzug an! Nee, glaube ich das nicht so ganz. Das ist für mich nämlich nicht Rückzug. Jetzt ist er ziemlich eingekreist. Und tot. Nicht zu vergessen, er ist tot. Nein, nein, nein! Bitte, bitte, nein! Hilfe! Hilfe! So hilft doch jemand! Das läuft schon wieder schlecht. Bitte triff jetzt mal. Sehr gut. Oh, ungut. Feind in Sicht. Oh Gott, der muss jetzt nachladen. Das kann doch schon wieder nicht wahr sein. Dann lad halt nach. Du kannst ihn mal feuern. Sogar kritisch. Dann könnt ihr nochmal auf ihn da feuern. Nur um nicht zu treffen. Eine Knallfalle! Die werden uns sowas von umbringen. Der ist da jetzt auch schon wieder sicherer. Es läuft nicht gut. Ah, was mache ich jetzt mit ihm? Ich will ihn nicht so weit nach vorne schicken. In der Theorie könnte der sich auch gleich mal selbst versorgen. Bitteschön.
Dann geht's dem schon mal wieder ein bisschen besser und er kann schießen. Nein, er kann eine Granate werfen. Nimm das! Jetzt haben wir gerade die sicherere Alternative. Er zieht sich, glaube ich, nur so ein bisschen zurück. Und lädt dann nach. Rock and roll. Nein! Oh, Himmels Willen! Holt mich hier raus! Nein. Sehr gut. Ich unter Beschuss. Den anderen bitte. Ja, genau den. Ausgezeichnet. Der sieht da keinen. Das kann jetzt nicht wahr sein. Der sieht da immer noch keinen. Der geht auf Feldposten. Oh. Ist kritisch verwundet. Bis dahin komme ich sowieso nicht mehr. Und außerdem habe ich kein Medikit mehr. Nicht. Leider gibt's das doch. Ach, wir greifen immer zu härteren Maßnahmen, glaube ich. Vergnügen! Ich weiß nicht, wenn du nochmal treffen würdest. Danke! Weit ausgeschaltet! Sie treten den Rückzug an! Verflucht! Keine Anwendung mehr übrig. Der hat noch nie ein Medikit besessen. Muss jetzt ein bisschen verhut sein. Und besser zielen. Daneben geschossen! Nun alle! Das musst du auch noch nachladen! Das geht doch auf keine Kuhhaut mehr, was er als schief läuft. Oh, der hat getroffen. Oh, ich hätte mich erst mit ihm woanders hin bewegen sollen. Lad halt da. Jetzt kommt der wieder. Verdammt, er ist tot. Dann gib ihm das Rest bitte. Danke. Du bist keine Bedrohung mehr. Ich hab trocken geballert. Was, der trocken geballert? Den Begriff habe ich jetzt noch nie gehört. Okay, jetzt erstmal ein bisschen abwarten. Der kann jetzt nicht alles wieder im grünen Bereich.
Ich weiß ja nicht, ob die kommen oder ob wir kommen müssen. Wir können da reinspurten. Und für den gilt nach vorne gehen und Deckung geben. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Ja, das glaubte ich von Anfang an nicht. Da haben wir eine gute Deckung. Das heißt, wir gehen da auch mal in Deckung. Beziehungsweise auf Feldposten. Psst! Hört ihr das? Das Problem, was ja auch noch da ist, ist, dass wir hier auch noch auf so ein Energieviech wieder treffen werden. Warum ist die Kamera jetzt umgeschaltet? Das macht mir Angst. Energieviech ist wahrscheinlich da drin. Mach das auf. Sehen. Wirklich nichts zu sehen. Der Raum hier ist auch sauber. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Ich glaube nicht, dass das ein Einziger ist. Ach, warum mache ich das überhaupt noch auf? Wir können jetzt einfach hier reinlaufen. Okay, machen wir das auf. Kontakt. Da ist ein Energieviech. Deckt die Flanken! Der hat schlecht gedeckte Flanken. Kann man ändern, soll er nach da einlaufen. Der geht auf Feldposten. Ich möchte jetzt auch kein großes Risiko mehr eingehen. Wir sehen den nicht. Schlechte Sache. Mal Zeit für einen Feldbus. Der kann sich dann ja nur da in der Ecke verkochen haben, oder nicht? Was zum Teufel war das? Oder der kommt durch und stirbt dabei. Wir sehen uns in der Hölle. Ein weiterer Sieg. Gute Arbeit, Commander. Vielleicht. Dann gucken wir mal, wie es jetzt weiterhin aussieht. Zurück in Europa. Wenn es nur etwas gäbe, das wir hätten tun können. Irgendwas, das wir bei unserer Forschung übersehen haben. Nee, da habe ich höchstens was bei meiner Taktik übersehen. So, der Corporal hier bekommt schon mal jetzt wieder Holozielen, das ist ja recht sinnvoll. Und hier nochmal Feuerschutz, bitte. Ich sagte Feuerschutz, bitte. Ja. Was ich mich ja gerade frage noch. Nein, scheinbar kann man ein lebendes Viech nicht verkaufen. So wenig Geld bringen Legierung oder Illyrium. Achso, das ist noch nicht erforscht. Die Sachen können wir auf jeden Fall wieder mal verkaufen. Handel abschließend. Das
Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Ich gehe mal davon aus, es gab keine neuen Ingenieure. Nee, natürlich nicht. Okay. Das heißt, wir können damit schon mal die Folge beenden. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Ciao.